Was ist derzeit eigentlich bei Pokémon Shuffle los? Wir haben den 6.9.2015 und wir wollen doch gleich mal in die Events reingucken, was denn alles so gibt. Es hat sich viel getan seit der letzten Aufnahme, wie immer, denn alle zwei Wochen erneuert sich ja das ganze System, also beziehungsweise man kann Zusatzdaten runterladen und eben neue Pokémon fangen. Und derzeit sind es eben hier Flambirex kann man fangen und Lugia. Das freut mich ganz toll, weil Lugia ist eines meiner Lieblings-Pokémon. Da wird es demnächst wahrscheinlich auch Ho-Oh geben, also ein bisschen so zur Silber-Gold-Zeit zurückspringen. Wir haben auch eine Pokémon-Safari, wieder bestehend aus 5 Pokémon. Die gab es aber schon mal, und zwar Anfang Mai. Und zwar bestehend aus Kanivana, Wanha, Tohaido, Pandir, Kigugi und Kinoso ist noch dabei. Habe ich aber alle schon, also habe ich schon alles schon vorgesorgt und gefangen. Dann, ja, bei meiner Normalliste, die Level gehen ja mittlerweile bis 220. Ich hänge aber hier bei 216 fest, echt voll gemein, obwohl meine Pokémon schon ziemlich gut aufgereiht sind. Also Maximum Level ist ja Level 10. Bin gerade dabei, ein bisschen das zu pushen, ein bisschen zu leveln. Trotzdem schaffe ich das nicht. Keine Ahnung, welche Items ich wirklich einsetzen muss, damit ich schaffe, wahrscheinlich, wirklich dieses minus 1 Pokémon Shuffle. Aber dafür habe ich die Münzen nicht. Tut mir echt leid, aber das ist einfach eine Katastrophe, wie schwer das mittlerweile geworden ist. Muss ich ernsthaft zugeben. Auch die ganzen Pokémon davor auf Rang S zu bringen. Ich habe es jetzt schon so weit geschafft, dass, also man sieht schon, ich gebe mir Mühe. Ein paar S scheinen hier schon durch, aber manche sind einfach so unglaublich schwer. Man braucht noch ziemlich viel Glück, wie die Pokémon eben von oben nachfallen. Ob das dann wirklich dann klappt. Ja, mittlerweile habe ich schon so weit geschafft, dass ich Genesekt freigeschalten habe. Die 21. Zusatzstufe, und ich hoffe jetzt bald, dass ich die 22. irgendwann kriege. Mal schauen, welches Pokémon mich dann da erwartet. Schauen wir mal. Ja. Gut, was könnte ich euch jetzt zeigen? Also ich kann euch mal zeigen, dass das dieses hier, dieses Pokémon, dieses Psycho-Pokémon wirklich sehr schlimm ist, finde ich. Wir spielen es mal, ohne irgendwelche Items zu verwenden. Ja, dann kommt eben noch dieses Störzeug, ne? Also ich glaube, man hat halt echt keine Chance, wenn man keine Items einsetzt. Also sag ich jetzt mal. Wenn ihr mir das Gegenteil beweisen könnt, sagt es mir. Oder zeigt es mir. Und jetzt hatte ich eigentlich echt schon einigermaßen Glück mit dem, wie es nachgefallen ist. Also von den Pokémon, dass sich viel dann aufgereiht hat. Dennoch werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Hypnomo aber zu besiegen. Also das ist echt eine Katastrophe hier. Vielleicht irgendwann mit ganz viel Glück. Schade. Oder vielleicht mit nur maximal 10, also mit Level maximal Level Pokémon. Kann auch sein. Man weiß es nicht. Jetzt spiele ich mit euch noch eine Safari-Zone. So. Zum Level nehme ich dann immer diese drei Pokémon eben her.
Ach ja, was dem letzte also passiert ist. Vor 2 Wochen gab es dann nochmal ein Bisaflor-Turnier, wo man den Megastein bekommen konnte. Gucken wir mal in die gefangenen Pokémon, was denn alles so sich verändert hat. Ja, genau. Wie heißt das? Venufliebes. Dieses Pokémon hat man wieder bekommen, wie damals, wohin genau? Indem man, das war also so ein Sonderevent, man konnte Items frei ausprobieren und dann eben dabei dieses Pokémon fangen, fand ich ganz nett. Dann Darkrai war wieder so ein Stufen-Pokémon, man hat bei Stufe 1 angefangen, musste auf Level 50, also das ganze 50 Mal spielen, damit man zum Schluss einen Mega-Beschleuniger oder so bekommen hat. Und ja, dabei konnte man auch dieses Pokémon dann fangen. Ja, da habe ich mich auch ziemlich gefreut über das Knackrack, das Mega-Knackrack dann, als dieses Event war. Das war dann vor 4 Wochen. Leck, habe ich so lange schon nicht mehr aufgenommen. Okay. Ja, genau, weil da war dann die letzte Safari-Zone mit Starmie und dem ganzen Wasserzeugs hier. So, jetzt habe ich es nicht gespeichert, ich Idiot. Moment. Dann gucken wir mal, vielleicht kriegen wir ja einen Stufenaufstieg. Ja, süß sind die Pokémon schon, gell? So, ach ja, ich muss auch noch sagen, Lugia habe ich übrigens nur geschafft, indem ich den Angriffsschub verwendet habe. Sonst habe ich es immer nur gerade eben geschafft, also bis zum letzten Zug besiegen können. Und dann war die Prozentzahl zum Fangen eben nicht so hoch. Deswegen habe ich Angriffsschub verwendet und dann hat es dann geklappt, zum Glück. Weil mit diesen Superbällen kann man ja auch wieder unendlich viel Geld ausgeben. Das ist eine Katastrophe. Gut. So, was zeige ich euch jetzt noch? Genau, wir haben hier noch, ich will euch noch ein paar Passwörter verraten. Passwort. Es gibt eigentlich ziemlich viel, auch viele Münzen zum Abräumen. Jetzt muss ich bloß kurz gucken, welche ich eigentlich schon eingegeben habe. Wir fangen mal an mit, weil hier letztes Mal gab es ja auch schon ein paar Passwörter. Wir machen mal 07, 08, 07. Der kommt mir bekannt vor. Ah, das ist nicht mehr gültig, ja. Den hatten wir schon eingegeben. Bis zum 4.9. wäre der gewesen. Entschuldigung. Machen wir gleich den nächsten. So. Ja, 1000 Münzen erhalten. Perfekt. Das ist doch ein super Start, okay. Ihr könnt das auch eingeben, das gilt für jeden, diese Passwörter. Yeah! Ebenfalls ein erfolgreiches Passwort. Keine Angst, ich habe noch, ich glaube, 6, 7 weitere. Na gut, 100 Münzen sind auch okay. Was man geschenkt bekommt, ist doch klasse. Ups. Ui, einen Mega-Beschleuniger. Den kann man natürlich super gebrauchen. Also das Passwort ist echt klasse. Münzen. Ah gut, jetzt kommen wir... an 300 Münzen. Wer denkt sich die eigentlich aus?
Da werden immer zwei, also beziehungsweise die ähneln sich eigentlich schon ein bisschen die Zahlen, aber eben es wird immer so vertauscht, dass man nicht direkt drauf kommen kann, damit man diese Passwörter bekommt. Plus 5 Züge, sehr gut. Ja, das war's dann auch leider schon. Also wie viel haben wir jetzt eingegeben? 2, 4, 6, 8, 10 neue Passwörter. Klasse. Ja, das ist auf jeden Fall ein grandioser Schub im Spiel. Den man natürlich super gebrauchen kann. Ja, also das ist momentan los bei Pokémon Shuffle. Ich freue mich schon wieder auf... Ja, in der Woche kommen wieder neue Zusatzdaten. Was uns da dann erwartet, vielleicht auch wieder, also mit hoffentlich vielen neuen Pokémon. Und vielleicht wird es ja irgendwann auch mal leichter. Man kann ja mal davon träumen.